Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Wir spielen, wie man hier sehen kann, Tag. Ein nicht besonders bekanntes Spiel, es ist Freeware. Kann man sich kostenlos auf zum Beispiel Chip oder so runterladen. Ich sag nur, Google is your friend. Ja, es ist ein Spiel, das sich mit Elementen aus Portal 2, das zeige ich am besten mal, indem ich das Spiel einfach starte. Ja, hier, man ist in einer weißen Welt, kann sich mit der Maus umgucken. Mit WASD bewegt man sich, da steht das auch nochmal. Und hier hat man einen grünen Schleimflüssigkeit. Stepping on paints give you powers, try it. Ja, hier, ich zeig einfach mal, ich gehe drauf und was passiert? Ich springe! Jump, jump, jumpity jump. So, natürlich hat das auch einen Sinn, und zwar indem ich hier auf die nächste Seite komme. Hier tropft das eben aus der Wolke, okay, wenn ihr meint. Das ist übrigens nicht blind, ich habe das gerade eben vor 5 Minuten schon mal durchgezockt. So, dann springt man hier rüber. Und diese Schleimkugel hier ist das Ziel. Wenn man reingeht, Level vollendet. Nächstes Level also. Ich mag die Musik. So, hier. Jetzt kriegt man hier die Pistole. Damit kann man erstmal irgendwie Blubberblasen, also gar nicht verschießen. Und mit Rechtsklick macht man hier weiße Farbe. Da ist eine Spraydose. Die sammle ich mal ein. Left Click to paint, right click to raise, hier. Left click, jetzt kann ich hier selbst grüne Farbe machen, wenn ich drauf gehe, wieder springen. Rechtsklick, mache ich wieder weg. So, wir gucken, der Farbplex da oben. Hier drüber kommt man nicht. Das ist so. Hier ist eine Mauer, also, das war Fails. Macht man hier grüne Farbe hin und springt auf die Mauer. Dann macht man hier grüne Farbe hin, springt auf die nächste Mauer. Hier wieder grüne Farbe, also ziemlich simpel eigentlich die Rätsel am Anfang. Und schon ist man hier. Jetzt hat man hier diese Plattform, ich versuche mal was. Das letzte Mal habe ich es anders gemacht. Grüne Farbe, warten, 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 jump. Okay, so geht es einfacher als ich es gemacht habe. Jetzt ist man hier, man fährt hoch und man kann in die Kugel. Level geschafft. Nächstes Level. Your paint cans were left behind. So, also, wir müssen wieder die Sprühdose einsammeln, damit wir Farbe sprühen können. Aber wenn wir jetzt einfach hier hochlaufen, springen wir und werden weggeschleudert. Was machen wir? Wir erasen uns eine Spur durch. Ganz simpel. So. Hier hat man grüne Farbdose. Yay! Jump! 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 Kann auch einfach die ganze Zeit unter sich Farben machen, dann springt man die ganze Zeit irgendwie rum. Aber ich mache lieber weiter mit dem Level. So, dann macht man einfach hier ein bisschen grüne Farbe hin und man... Ah, Fail! Okay. Könntest du mal aufhören zu springen? Danke. Dann springt man hier drauf. Wieder Farbe. Das ist am Anfang sehr simpel, also das ist leicht zu durchschauen. Wieder grüne Farbe. Später gibt es ja noch 2 andere Farben, das werdet ihr dann noch sehen. Dann wird das Spiel interessanter. So. Das ist jetzt ziemlich bekannt aus Portal. Da kann man auch, gibt es auch, ich glaube, da ist die Farbe blau. Kann man springen. Ja, das ist eigentlich nur eben mit schlechterer Grafik und ohne Portale und so. Ja, und dann rüber springen. So, und hier, was könnte das wohl bedeuten? Man macht hier grüne Farbe, man springt. Das sieht sehr nach einem Walljump aus. Also, grüne Farbe hin. Schön, damit man auch die nicht verfehlt. Dann auch hier ein wenig grüne Farbe. Und Sprung, und klack, und schon bin ich hier. So, hier, Farbkugel, Plattform dazwischen, springen und Level vollendet. Jo, weiter geht's. So, hier, rote Farbe. Tja, die Farbe entspricht der Farbe Orange aus Portal 2. Ich weiß, ihr wählt Portal 2, wenn ihr es nicht so häufig, wenn ihr es, fail, wenn ihr Portal 2 nicht kennt und es euch nicht selbst kaufen wollt, rate euch, guckt auch ein Let's Play einfach von Portal 2, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich hab's geguckt bei Alligator, schlecht vorbereitet, naja, halt bei Alligator. Einfach mal Portal 2 German eingeben und dann seht ihr schon. Der hat auch noch irgendwie 4 Zahlen dahinter. Das erkennt ihr recht schnell. Der macht das ziemlich witzig, ja. Jetzt geht's aber hier wieder mit dem Spiel. Und der roten Farbe können wir jetzt auch sprühen. Die Kringel hier, das sind Checkpoints, damit, falls man in den Freitod springt, yay, tot, dann kommt man eben beim Checkpoint wieder raus.
So, also mit der roten Farbe sind wir jetzt schnell. So, hier ist eine Plattform, die schießt, wird uns... Also, was machen wir? Skating! Yay! Und am besten gerade einfach weiter und jump. Und schon haben wir die grüne Farbe. So, gut, dann machen wir hier wieder. So, Spray hin, springen hier, das sind Checkpoints. Einsammeln, Checkpoint Reach. So, und wieder hier hin, jetzt sind wir einmal im Kreis. Die grüne Farbe brauchen wir für dahin, damit wir hier einen Walljump hoch machen können. Also, 3, 2, 1. Yippie-yay, Schweinebacke! Okay, das war Fail irgendwie, dass ich hier schon überlassen. Okay, die Figuren, eigentlich witzig, so. Also, wieder schön, grüne Farbe, 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 zack, 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 zack. Da, und Sprung, Sprung, irgendwie, ach ja, ich hab, keine Richtungstaste drücken. Nee, nur so funktioniert das so. Und hier schön hin und her geschleudert, und schon ist mal Farbklecks, jihi! So, was kommt jetzt? Sind wir hier? Gut, da ist grüne Farbdose, dann holen wir uns das. Oh, ich glaube, das hier dauert ziemlich lange. So, okay. Walljump müssen wir hier hoch machen. Was sollte man... Okay, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Mit hellen Köpfen, mit etwas Köpfchen kommt man da drauf. Das besitze ich ja leider nicht. Erhöhen. So, hier grüne Farbe und Jump. Und hier ist man hier auf der Plattform. Wieder hier grüne Farbe und Checkpoint. So, zwei Mauern nahe beieinander, Walljump. Runter, 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 runter. Und wieder hoch und wieder runter und wieder hoch und... Ja, das ist ein bisschen nerven, das mit dem Wandbesprühen dauert ein bisschen. Ich mache halt auch etwas gründlicher, damit ich eben nicht daneben springen und nochmal machen darf. Und so, jetzt geht's. Hin und her, hin und... Ey, was sollte das? Komm schon. Fail. So, jetzt aber. Zack. Wieso geht's nicht mehr? So, jetzt aber. So, und dann sind wir hier oben. Jetzt machen wir hier ein bisschen grüne Farbe. Dann kommt man hier auf den Ventilatorschacht. Das ist eine ziemlich interessante Stadt, würde ich mal sagen. Mit den Wolken, die ein wenig merkwürdig aussehen. Hey, cool, die kann man sogar auch besprühen. Wusste ich gar nicht. Und jetzt hier rüber. Oh, das war... Oh, cool. So, hier. Checkpoint reached. So, jetzt gucken wir uns um. Ich würde sagen, wir müssen da drüber. Also, jump. So, hier. Abprallen. Also, dagegen... Hier gegen das Schild springen. Vom Schild mit grün abprallen. Und da landen, um sich die rote Dose zu holen. Bam, da-dam, da-dam, bam. Okay, ich sollte nicht singen. Das lasse ich lieber das Spiel machen. Die Musik ist eh viel cooler, als ich hier singen könnte. So, was machen wir jetzt? Da hinten ist ein Schild, das ist hier. Rot ist ja beschleunigen, wie wir wissen. Und grün kann man springen. Also, wenn man weit springen will, Masse mal Geschwindigkeit, Fail, keine Ahnung. Einfach nur, wenn man schneller ist, springt man weiter. Also machen wir hier eine rote Strecke, dann einen grünen Absprungpunkt. Anlauf und wow, bam. So, man gibt zum Glück keinen Fallschaden oder sowas, sonst wären wir schon längst gestorben. So, wieder hier ein bisschen grüne Rotze hin, dann ein bisschen rotes Blut. So, kann man auch gerne zu Hause ausprobieren. Auf Blut rutscht man total schnell, mit ein bisschen Rotze oder Erbrochenem, je nach Bedürfnis. Kann man eben, wird man so richtig schnell, wenn man da drauf rutscht. Yo, das ist absolut physikalisch korrekt. So, und wieder das gleiche Spielchen. Und dann landet man hier auf einem so ein schönen Plakat, das manchmal auch ein bisschen Hinweise gibt und so. So, jetzt schaut man sich um. Da ist das nächste Plakat. Absprungpunkt. Anlaufbahn. Und let's go! Ah, das muss doch eigentlich wehtun, wenn man da so irgendwie gegen die Schilder klatscht oder so. Aber nee, wahrscheinlich trägt da ein Helm oder so hier. Finde ich eigentlich auch ganz schön, dass das aus der Ego-Perspektive gemacht ist. Es gibt dir noch so einen schönen Flair, meiner Meinung nach. So, hier ganz dezenter Hinweis, was sie hier tun sollen. Das ist, würde ich sagen, keine Frage. Ein klassischer Walljump.